Noch sind die Hintergründe unklar, doch nach dem Amok-Alarm im nordrhein-westfälischen Krefeld werden immer mehr Details bekannt. So soll es sich bei dem Täter um einen Iraker handeln. Der Mann hatte mehrere Brände gelegt und wurde von der Polizei niedergeschossen, als der 38-Jährige versuchte, in ein Kino zu stürmen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Den aktuellen Stand fasst Marco Reinke zusammen. Großalarm der Krefelder Polizei. Am Abend zuvor stürmen die Polizisten in ein Kino, verfolgen einen vermeintlichen Feuerteufel. Dann fällt ein Schuss. Wow, Scheiße, Alter! Der 38-jährige Iraker stürmte offenbar mit einem Molotow-Cocktail und mindestens einer weiteren Waffe in das Kino. Er wird von den Beamten niedergeschossen. Wir hatten hier ab 19.50 Uhr im Stadtteil Krakau in Krefeld drei aufeinanderfolgende Brandorte und konnten kurz darauf hier an einem Kino am Hauptbahnhof einen Verdächtigen stellen. Der Täter soll zuvor laut Polizei gleich mehrere Brände in der Krefelder Innenstadt gelegt haben. Tatort Nummer 1, ein Jobcenter. Hier soll der Mann Scheiben eingeschlagen und einen Brandsatz in die Büros geschleudert haben. Tatort Nummer 2 findet der Mann in der Nähe. Er soll einen Bus der Caritas angezündet haben und danach weitergeflohen sein. Dann soll es der Täter noch auf dieses Mehrfamilienhaus abgesehen haben, in dem nichtsahnend Menschen zu dieser Zeit schliefen, bevor die Flucht vor der Polizei am Kino endete. Was der Mann vorhatte, ist noch unklar. Einen terroristischen Anschlag schließt die Polizei aber aus. Wir sind momentan noch dabei, seine Identität zu klären und auch seine Motive. Wir gehen aber davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt und dass für die Bevölkerung keine Gefahr besteht. Warum der Mann nach den Brandstiftungen zum Kino lief, ob er dort eindringen wollte oder dorthin geflüchtet ist, ist laut einem Polizeisprecher unklar. Außer dem angeschossenen Täter sei niemand verletzt worden. Für die Menschen in dem Kino endete der Abend mit einem großen Schrecken. Die Polizei musste gleich mehrere Notfallseelsorger hinzuholen, um die Kinobesucher nach der Tat zu betreuen.